Ja, und herzlich willkommen bei Elefantus Canus. Heute habe ich eine ganz einfache Karte für euch, die ich nur aus Papieren, aus Aktion Papierblöcken gebastelt habe. Ich finde aber trotzdem, die Karte ist sehr schön geworden, sie ist schön schlicht und sie gefällt mir wirklich sehr. Viel Spaß beim Zuschauen! Als erstes habe ich aus diesem Block dieses Papier genommen mit dieser Jeans-Optik. Da hatte ich die Idee eigentlich sofort, sobald ich das Papier gesehen habe. Daraus habe ich mir jetzt mit der zweitgrößten Stanze aus diesem Set direkt aus dem Jeans-Papier was ausgestanzt. Und mit der größten Stanze habe ich mir dieses weiße Teil ausgestanzt. Das ist ganz einfach dieses Aquarellpapier von Aktion. Zum einen ist das ja sehr dünn, also ist es nicht verkehrt, das zu unterlegen. Und ja, zum anderen finde ich, sieht das ziemlich schick aus. Also das plane ich so aufzukleben. Aber bevor irgendwas weiteres passiert, möchte ich auch ein bisschen hier, sagen wir mal, dekorieren. Und zwar werde ich mit einem Lineal, und ich habe hier so einen Jelly Roll in Kupfer. Und Kupfer nehme ich, weil ich kupferfarbenes Embossingpulver gleich verwenden möchte. Also werde ich jetzt hier, ja eben so wie ein Pocket dann gestitcht wird, so drumherum ein paar Stitches anzeichnen. So sieht es dann jetzt aus. Also ihr seht, das ist nur eine so ganz, ganz dezente Art, das zu dekorieren. Und jetzt können wir fast schon die ganze Karte zusammensetzen. Also das klebe ich einfach hier direkt drauf, aber mit doppelseitigem Klebeband, weil dieses Papier schon sehr, sehr dünn ist und manchmal sieht man dann diese Wölbungen von dem Kleber dadurch. Also so sieht unser Hauptelement jetzt aus. Aus diesem Block habe ich jetzt mir schon ein Stück Papier vorbereitet für den Hintergrund, und zwar dieses Holzerne. Und das werde ich jetzt zuschneiden, und zwar so, dass ich die Karte so habe. Also hier ist oben, hier ist unten, und man kann aber natürlich auch die Streifen in die andere Richtung haben, aber ich möchte das so haben. Hier gucke ich, wie breit es sein soll, damit das noch gut drauf passt. So, im Nachhinein denke ich, ich trimme jetzt ein bisschen den weißen Rand noch, weil der mir ein bisschen zu dick ist. So ungefähr sollte dann die Karte aussehen. Und jetzt gucke ich erstmal, ob der Hintergrund so von der Größe her auf die Grundkarte gut passt. Also die Grundkarte ist auch von Aktion, und die trimme ich immer ein bisschen, weil sie ja so Produktionsüberbleibsel öfter haben. Und das finde ich jetzt ganz gut. Und hier werde ich erstmal die Ränder auch noch mit meinem Archival Ink in Braun bearbeiten. Das klebe ich hier einfach direkt auf die Karte drauf. Und jetzt kommt unser Pocket hier drauf, und ich dachte mir, man kann den an diesen vier Seiten festkleben, so dass man hier noch so einen Geschenkgutschein da reinstecken kann oder was auch immer man noch haben will. Man kann natürlich da auch noch Blumen reinstecken, also aufs Papier meine ich, oder sowas in der Art. Aber auf jeden Fall finde ich, das bietet sich sehr gut an. So haben wir eigentlich auch schon das meiste fertig, und jetzt werde ich noch ein Sentiment dazu machen. Und zwar habe ich hier schon das dreimal ausgestanzte aufeinander geklebt, dieses Birthday, aber ich möchte, dass es ein bisschen dann mehr zu dem Gesamteindruck passt, also werde ich dieses Happy gleich embossen in Kupferfarbe, und zwar auf einem der 1000 Papierreste, die ich hier habe. Ich mache das gleich ein paar Mal, falls eins davon nicht sehr gut wird.
Ja, also ihr seht, es ist hauptsächlich alles okay geworden. Also ich nehme einfach hier den mittleren, dann kann ich auch prima per Hand ausschneiden. So, und jetzt können wir die Sachen auch schon ankleben. Und Happy kommt auf Schaumstoffklebeband drauf. Und hier kann man dann irgendeinen Tag oder ja einen Giftcard reinstecken, um das zu überreichen. Natürlich, je nachdem, für wem die Karte bestimmt ist, könnt ihr das noch mehr dekorieren. Ich finde, so ganz einfach und schlicht gefällt es mir am besten, denn es muss ja nicht jede Karte super kompliziert aussehen. Und natürlich die Tatsache, dass man hier diese kupferfarbenen Akzente hat. Das macht auch eigentlich ziemlich viel aus. Was sagt ihr denn? Ich hoffe, euch hat die Karte gefallen. Schreibt mir doch bitte in die Kommentare, was ihr dazu denkt. Ich finde, das ist eine der schnellsten Karten, die man machen kann, aber man kann sie auch wirklich an jeden verschenken. Und natürlich finde ich es besonders cool, dass hier eine Steckmöglichkeit ist. So kann man, ja, wie gesagt, einen Geschenkgutschein verschenken oder hier vielleicht noch was anderes reinstecken, was man verschenken möchte. Tickets zu einem Konzert oder so. Und hier kann man ganz normal reinschreiben. Das wäre es dann auch schon von mir. Ich hoffe, euch geht's gut, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss!